Vor allem, wenn dieses Ding nicht richtig zielt. So. Aber das geht wunderbar. Da ist er nämlich schon kaputt und da kommt er wieder runtergesegelt. Und dann fängt der natürlich an zu schießen. Überhaupt kein Problem. Wir haben ja noch ein bisschen Leben über. Jetzt wieder. So, kaputt ist er. The wilds drag him down. So, und zum Glück gibt es in diesem Wald auch gute Pflanzen, wie zum Beispiel diese. Kids seen the last of them. Genau. Das war ein bisschen komisch übersetzt, ich fand es positiv. Hat sich jetzt nicht so gut angehört. Etwas Übles haben wir gesammelt. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal eine große Portion von Kid sticks to his old standbys. Richtig. So, mal eine schöne Portion von diesen netten Pflanzen. So, kriege ich beide auf einmal. Zack, der ist kaputt. Und der auch. Gucken wir nochmal, ob oben alles weg ist. Ist es. Da ist nichts mehr. Können wir nach unten gehen, Stefan? Geh bitte nach unten. Danke. So, und ab zum. Großer Irrtum. Tja, blöderweise kommt da was Großes dazwischen. Don't ever turn your back on the pin cushion. Kids roused up half the wild by now. Tja, und somit hat er die Bastion einfach verlassen und uns hier stehen lassen. Für ein Reim. Zerbrochenes Monument haben wir eingesammelt und ich habe immer noch keine Ahnung, warum dieses Teil da ist und warum wir es schlagen können und warum es komische Geräusche macht. So. Warum wir hier im Kreis gelaufen sind, weiß ich auch nicht, aber wir brechen mal. Und reden wir auch mal mit Rux. Und dann kommen wir auf den Kern einsetzen. Kid gets the feeling he's being watched. And lunkheads ain't fond of two-legged animals. Ja. Also brauchen wir jetzt Splitter, um den Kern wieder heile zu machen. Das hat der Sulfia super hingekriegt. Sonst ist nämlich hier alles aufgebaut. Geiles Spiel, immer noch so geil. Auch wenn man sich das jetzt nochmal anguckt und nachkommentieren muss. So, jetzt kapiere ich das auch erstmal. Vorhin habe ich es nämlich noch nicht so richtig hingekriegt. Aber hier gehen wir noch zum Abschluss in den Pistolenübungsplatz. Was geht denn hier, Erzähler? Ja, dann ab nach unten und mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Ziele. Hardly any signs of the old Jawson camp. So, unten sehen wir. Nee, nicht unten, in der Mitte links sehen wir unsere Punkte, die gerade genau schön bei 0 sind. Da ich gedrückt halte. Und da erst kapiere durch diesen netten Hinweis, dass wenn ich schnell drücke, die Pistolen auch schneller schießen, überraschenderweise. Mit dem Xbox Controller ist das natürlich überhaupt kein Problem,
da das Ding natürlich auch noch netterweise automatisch zielt, ob das jetzt bei der Tastatur ist auch, ob das bei Tastatursteuerung auch so ist, weiß ich nicht, da ich noch nie das Spiel mit Tastatur gespielt habe. So, jetzt wollte ich sogar das Spiel neu starten. Na, siehst du, ich wusste es doch, aber es geht leider nicht. Also machen wir die Runde zu Ende. Gucken wir mal, wie viele Punkte wir zusammenkriegen, welchen Platz wir überlegen. Well, no. It ain't. So, nochmal nachladen. Bitte schön. Dritter Platz, etwas Schmieriges. Das können wir doch bestimmt besser. Gucken wir mal, also Neustart. Zulf can barely da fallen wir wieder runter und gehen nach unten mit einigen akrobatischen Meisterleistungen. Und da geht die Runde wieder los. Da kommen die ersten Gegner, meine Damen und Herren. Hier gewinne. Oh, hatten auf uns hier. Blöp, komm. 50 Punkte. Nicht schießen steht da oder noch nicht. 98. Und auch diesen Highscore vermassel ich mir irgendwie. Weil ich bei noch nicht geschossen habe, was mir einige Punkte abzieht. Was mir einige Punkte abzieht, wie ich gerade gesehen habe hier beim Nachvertonen. Kann ich ja mehr drauf achten. Warum ich da geschossen habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich wollte das ausprobieren. Aber gut. Vielleicht schaffen wir ja noch den zweiten Platz. Wo wir auf 500 Punkte für, wie uns vorhin angezeigt wurde. Wir sind bei 232. Zulf banged up the monument pretty bad. Wie viele Gegner sind noch? Weiß ich nicht, steht da nirgends. Und bam. We're gonna need all of them to nurse the Bastion back to health. Komm, das schaffen wir noch. Leider nicht dritter Platz mit 415 Punkten. Egal. Wir gehen wieder zur Bastion zurück. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, auch hier in dieser Aufnahme. Ich verabschiede mich auch dann jetzt hier vom Live-Nachkommentieren. Was heißt Live, ne? Vom Nachkommentieren. Ihr könnt mich auf Skype adden, LordToadLP. Ihr könnt mich auf Steam adden, LordToadLP. Facebook, Twitter, privaten Facebook-Account habe ich alles. Ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme vom Bastion. Dann hoffentlich auch mit richtiger Aufnahme. Und tschüss. They knew just when to start shooting and when to stop. So reicht. So, und jetzt gehen wir mit der Sängerin wieder zurück zu Bastion. Those pistols could spit out rounds just as quick as you could pull the trigger. Learning to hold your fire could be its own challenge. Der letzte Kern, auf den... Nee, den brauchen wir noch. Den müssen wir noch suchen. Reden wir aber erst mit... Und wie man da gesehen hat, haben wir noch eine Auszeichnung bekommen. Und da kann ich gleich auch nochmal was zu sagen. Slingers were much quicker than the average pistolier. So, die Auszeichnung können wir abschließen. Es ist schwieriger zu reden, wenn man noch mehr unterbrochen wird. Also, an dieser Stelle, wenn ihr mich auf Steam adden möchtet, das könnt ihr gerne tun. Auf Steam heiße ich genauso wie überall sonst LordToadLP. Ich nehme eigentlich jeden an. Könnt ihr mich gerne anschreiben, beziehungsweise lässt sich bestimmt auch mal was zusammen spielen. The slingers like to edge each other out using customized pistols.
zu. So, und jetzt begeben wir uns, glaube ich, wieder nicht nach oben. Jetzt geben wir erstmal den Kern rein. Und haben jetzt den letzten Bauplatz frei, wo wir natürlich das Fundbüro reintun. Aber was... Entschuldigung. Aber was kann das Fundbüro? Was bringt es uns? Und wieso müssen wir hier Geld für bezahlen, wenn wir das wiederherstellen möchten? Was stellen wir da überhaupt wieder her? Ich glaube, da habe ich mir das gerade durchgelesen. Jetzt ist es so klein, ich kann es gar nicht richtig lesen. Warum müssen wir denn irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich glaube, es ist einfach eine Art Shop, denke ich. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ich glaube, nee, das hatte ich mir jetzt auch nicht geholt. Ich kann nicht viel lesen hier von der kleinen Beschreibung, weil es ja gerade live gerendert wird noch. Oder gerendert werden muss. Aber na gut. Ich denke, ich werde jetzt auch mal ganz kurz hier einen Stopp machen, gleich weiter kommentieren. Aber ich gucke mir jetzt erstmal an, wie die Soundqualität so im Allgemeinen jetzt ist. Bis gleich.